The Double und die DJ-Arts von Double Fantastics! Hallo miteinander. Wisst ihr, was geil ist an guter Popmusik? Wenn sie gut gemacht ist, tönt sie voll einfach und so extrem easy zu machen, so federleicht. Dann tönt sie so, ist voll nicht schwierig gewesen, um das zu machen. Ich hätte das auch können. Ich kenne das, oder? Aber wisst ihr was? Meistens, wenn ihr das Gefühl habt, ist es voll schwierig gewesen, um das Lied zu machen. Somit, ich tue 1000 Textentwürfe in Kübel rühren, bis ich endlich wieder eine Idee habe, die geil ist. Oder ich sitze tagelang in der Studioküche und suche verzweifelt einen Reim auf Streit in der Küche, zum Beispiel. Und darum, aus dem Grund, geht Songs machen nur im Team. Man braucht Leute, die einen motivieren, die mitfeiern, mitschreiben. Oder wie in unserem Fall, wo der andere einfach ein bisschen abholen und sagen, hey, easy ist im Fall nicht so schlimm im Fall mit dem Reim. Und nur so schafft man es, dass ein Song so easy tönt und so federleicht wirkt. Aber auch dann ist es natürlich noch nicht klar, dass ein Song ein Hit wird. Es braucht auch Leute, die diesen Song abfeiern. Es braucht euch, es braucht das Publikum, das diesen Song effektiv zum Hit macht. Und dann braucht es immer auch noch ein bisschen Glück, dass man genau zum richtigen Zeitpunkt das macht, wo alle cool finden. Die drei, die jetzt noch kommen, haben alles richtig gemacht und darum sind sie heute Abend da. Nominiert für Best Hit sind. '77 Bombay Street, Empire. Lo und Le Duc. Mein Haus, dein Haus. Nemo,